Ein von uns beauftragtes Immobiliengutachten für das Haus mit dem Projektnamen Grey Goose ist endlich da. Fazit: Es gibt gravierende Mängel in dem Haus. Aber Mängel sind auch dornige Chancen. Was genau die Probleme an dem Objekt sind und wie es mit unserem Angebotsprozess für das Mehrfamilienhaus weitergeht, siehst du in diesem Video. Let's get into it! Der Lukas Show. Mein Name ist Lukas, ich bin Immobilieninvestor und Landlord hier in und um Philadelphia an der Ostküste der USA. Auf dem Kanal hier nehme ich dich mit und zeige dir den US-Immobilienmarkt und die damit verbundenen Investitions- und Renditemöglichkeiten hier in den USA. Heute geht es um die zweite Folge zu dem Projekthaus Grey Goose, und zwar: Das Immobiliengutachten ist da. In der ersten Folge habe ich dir dieses Zweifamilienhaus mit dem Projektnamen Grey Goose vorgestellt. Wir haben ein Kaufangebot auf das Haus abgegeben und uns mit dem Verkäufer auf einen Preis geeinigt. Hier in den USA nennt man genau diesen Prozess Under Contract. Wir haben also einen Vertrag, mit dem detailliert festgelegt ist, wann der Eigentumsübergang erfolgen wird und welche Schritte jede Seite zu welchem Zeitpunkt auszuführen hat. Kurzer Ausblick zum Prozess. Direkt nach Unterschrift des Verkäufers unter unserem Angebot ist es an uns, mit unserem Gutachter durch das Haus zu gehen, ein Gutachten zu erstellen und dieses Gutachten auch dem Verkäufer zur Verfügung zu stellen. Die Details zeige ich dir gleich. Wir gehen gemeinsam mit dem Gutachter durchs Haus und dieses Mal lief die Kamera auch mit. Im Schritt 2 steht das Gutachten des Inspektors im Fokus. Also das Gutachten besagt jetzt, da sind gravierende Mängel oder eben nicht. Und in diesem Fall, bei diesem Haus, haben wir gravierende Mängel gefunden. Was bedeutet das für uns? Wir können jetzt sagen, okay, Mangel 1, Mangel 2, Mangel 3 kostet so und so viel. Das Beheben des Ganzen würde uns so und so viel kosten. Das sind unsere Schätzungen. Das ziehen wir dir jetzt vom Kaufpreis ab. Oder, lieber Verkäufer, du hast die Chance, das nachzubessern. Du behebst diese Probleme bis zum Closing-Termin selber. Oder wir lassen es einfach sein. Das heißt, wir stehen auf oder der Verkäufer steht auf. In dem Fall der Fälle, der Verkäufer steht auf oder wir stehen auf, hätten wir jetzt natürlich die Inspektionskosten komplett abzuschreiben. Wir haben Zeit verloren, wir haben Geld verloren. Der Verkäufer hat Zeit verloren, weil er muss das Haus wieder auf den Markt werfen, wieder neue potenzielle Käufer finden, mit denen unter Vertrag laufen, also under contract gehen. Und das ganze Prozedere startet wieder von vorne. Also das ist eigentlich nicht im Interesse beider Seiten. Hier geht es darum, jetzt eine Einigung zu finden. Aber der Reihe nach. Wir gehen jetzt mit dem Gutachter gemeinsam durchs Haus. Das Gutachten ist auch schon da. Das heißt, ich zeige euch an den relevanten Stellen, was im Gutachten steht und wo wirklich die Probleme in diesem Haus liegen. Und ihr könnt gespannt sein, es sind gravierende Mängel. Die Inspektion hat gleich wieder früh morgens 8.30 Uhr stattgefunden. Hier im Blauen seht ihr Tom, den Inspektor. Sehr mürrischer Typ, aber hervorragender Inspektor. Und bevor die ganze Inspektion losgeht, kam er schon mal und hat gesagt: Lukas, lass uns das Haus mal von draußen anschauen. Fällt dir hier irgendwas auf? Ich habe gesagt: Nee, Tom, was genau meinst du denn? Also die Wassertropfen auf der Kamera müsst ihr jetzt mal ignorieren. Es hat geregnet, zum Glück. Aber worauf er jetzt hier hinaus möchte, ist nämlich das Dach. Und zwar seht ihr das hier oben in der Mitte. Da gibt es ein gravierendes Problem mit diesem Dach. Und zwar hängt das Dach durch. Und das ist ihm schon aufgefallen, bevor er überhaupt ins Haus reingegangen ist, und hat gesagt: Da gibt es vermutlich strukturelle Probleme, aber schauen wir es uns an. Und die Inspektion fängt immer ganz oben an und arbeitet sich dann von oben nach unten, von außen nach innen durch. Das ist das Apartment 2 oben, hier die Küche. Das sind auch alles Gasherde, das heißt, das Haus hat Gasanschluss, Gasheizung, Gasherd, die Elektrogeräte, und diese Küche kauft man mit. Was ihm beim Durchgehen auch schon aufgefallen war, ist die Treppe hier, und zwar genau das. Und da gibt es eine Vorschrift, dass man sich mit angemessenem Anlauf dagegen schwingen müsste und es müsste halten. Das heißt, das ist gefährlich, aber nicht wirklich ein Problem, nur für uns interessant. Wir können es als Verhandlungsmasse mit im Gutachten aufführen. Hier der Mieter, die haben wohl irgendwie eine Kerzenmanufaktur oder ähnliches, also das roch ganz wild. Tom war auch beeindruckt. Der überprüft wirklich alles, also ob jede einzelne Gasflamme funktioniert, ob der Ofen funktioniert, ob der warm wird, wie lange das warme Wasser braucht, welche Steckdose funktioniert und welche nicht funktioniert, ob die auch vorschriftsmäßig hier alle GFCI sind, also diesen Überspannungsschutz gleich mit in der Steckdose drin haben, ob der auch funktioniert. Also der ist da sehr penibel und pedantisch, aber hervorragend in dieser Funktion als Gutachter. Leider ist Tom auch ziemlich mürrisch, aber wir bezahlen ihn ja nicht für seine
Stimmungslage, sondern für die hervorragenden Gutachten. Hier lässt er dann immer das Wasser an allen Wasserhähnen laufen und schaut, wie schnell und ob das warm wird und ob da irgendwelche Probleme sind. Und so detailliert, wie er hier schon wieder hinschaut, ganz klar, da muss irgendwas sein, was ihm auffällt. Und in dem Fall ist es einfach ein tropfendes Abwasserrohr. Und hier haben die Mieter auch, statt sich um das Problem zu kümmern oder der Vermieter, einfach mal ein kleines Eimerchen drunter gestellt. Da meint der Tom immer, that's one way to do it. Weiter geht's mit dem Rest der Wohnung. Also hier Apartment 2 hat 2 Etagen und zwar ganz oben. Und hier ist auch schon das Erste, was er sieht und wo er ein Problem mit hat. Das ist eigentlich nur so eine Storage Area. Also da kann man was abstellen, irgendwie Koffer oder was auch immer. Das ist einfach nur so ein Lagerraum. Und da sieht man auch das Dach und die Dachbalken. Und daran hat er sich direkt gestört. Da seht ihr hier auf dem Video schon so einen weißen Balken. Und weiß sind eigentlich Balken nie. Und in dem Fall ist es eigentlich ein verkohlter Balken unten drunter, der einfach nur weiß angemalt ist. Und der hat halt Sister-Balken nebendran, also halt so doppelte Balken, neue Balken, um den alten Balken zu stützen. Und an der Art und Weise, wie das gemacht wurde, da stört sich der Tom dran und sagt, das funktioniert nicht, das machen wir nicht so, das ist ein gravierendes Problem. In der zweiten Etage des Apartments hier ist auch die Heizung, also die ist oben. Jedes Apartment hat eine eigene Heizung und eine eigene Klimaanlage und das ist hier alles zusammen. Hier sieht man die Kondensatpumpe und die Heizung an sich, halt in einem der Schlafzimmer oder Office. Und das hier ist die Lüftung dazu, beziehungsweise der Return. Also da wird die Luft angesogen. Hier ist auch ein Filter drin und den schaut sich der Tom an und hat festgestellt, dass der Filter absolut neu ist. Also da ist nicht zu sehen, ob da ein Problem ist oder nicht. Auf jeden Fall, der Filter ist neu, schaut gut aus. Weiter geht's. In demselben Zimmer stehen auch Waschmaschine und Trockner für dieses Apartment. Es gibt hier auch Gastrockner, aber in dem Fall ist es ein Elektrotrockner. Und der Trockner wurde scheinbar nicht sauber gemacht. Da ist diese Trocknerflusen fliegen da überall rum. Und da war die Vermutung, ob die Abluft nicht richtig angeschlossen ist. Und da schaut er nach, weil das ist ein häufiger Brandherd. Das heißt, wenn da diese Flusen rumfliegen und die heiß werden, dann können die sich schnell entzünden und eine Brandursache sein. Obwohl das Haus einen Feuerschaden schon hatte, scheint es so, dass keiner der Feuermelder, also der CO2 und der Rauchmelder in Betrieb war, beziehungsweise die Batterien waren alt oder gar nicht vorhanden. Sehr spannend und das ist das, wo der Tom genauer hinschauen möchte, und zwar unters Dach. Und da ist so eine Luke in dem oberen Schlafzimmer und durch diese Luke kann man ins Dach rein und das machen wir jetzt auch. Noch schön alles abdecken, weil da stehen Computer und ähnliches, und der Tom vermutete, dass da vielleicht auch Isolierung runterfallen könnte und ähnliches. Das ist nur so ein Brett, was da liegt, und dieses Brett hat ein paar Wasserspuren, aber das war nichts Wildes, das sind alte Wasserspuren, das Brett war trocken. Das Dach hat keine undichten Stellen, soweit wir gesehen haben, aber eben diese strukturellen Schäden, und hier sehen wir es nochmal im Detail. Also hier liegen die Matten und auf der rechten Seite siehst du, dass das Dach neu ist und auf der linken Seite alt, und hier siehst du, wo es durchhängt, und zwar genau da hinten an der Ecke. Also links ist die alte Seite und rechts ist die neue Seite, und das ist ganz klar zu unterscheiden, und die alte Seite hat strukturelle Probleme. Das muss gestützt werden.
Weiter geht's in der unteren Etage des zweiten Apartments. Also hier ist auch noch ein Schlafzimmer. Die ganze Wohnung hat drei Schlafzimmer und ein Badezimmer. Und hier geht er wieder sein Schema durch, von außen nach innen. Alle Fenster, alle Lichter, Schränke und ähnliches. Und schaut sich alles im Detail an. Badezimmer, dann lässt er immer alles laufen, guckt, wie es läuft, guckt, wie es abläuft. Dokumentiert natürlich alles, jeden Schritt. Und das taucht dann am Ende auch im Gutachten auf. Deswegen ist das Gutachten bei ihm auch schon wieder 50 Seiten lang. Dieser Content gefällt dir und du überlegst selber zu investieren? Lass mir ein Like da und schreib mir am besten in die Kommentare, was genau du vorhast oder wie du es dir vorstellst. Dann können wir das öffentlich diskutieren. Oder wenn du es nicht ganz so öffentlich magst, send mir einfach eine Nachricht bei Instagram oder eine E-Mail. Und dann kann ich zeitnah auf alle Fragen eingehen. Hier sind wir schon im ersten Apartment unten also. Das sind nur zwei Schlafzimmer und ein Badezimmer. Das ist ein Schlafzimmer hier mit Gewehr an der Wand, aber das ist nur ein Luftgewehr. Auch hier werden die Fenster wieder geprüft. Wie dicht, wie alt. Er geht auch ins Badezimmer und lässt dann hier alles laufen. Schaut sich das an. Hat hier ein paar Kleinigkeiten festgestellt, wie zum Beispiel, dass dieser Wasserhahn da unten nicht richtig fest ist, also über der Wanne. Aber das sind alles Kleinigkeiten, die gravierenden Sachen kommen alle noch. Weiter geht's, das ist die Küche unten. Auch hier kauft man die Küche und alle Geräte mit. Nebendran, wo der Tom jetzt reingegangen ist, das ist ein Mudroom, also da stehen die Waschmaschine und Trockner für unten und das ist ein zweiter Eingang für das Apartment und natürlich auch die Hasenstelle. Weiß drum, da ist auch alles in Ordnung, schaut sogar sauber aus. Im Vergleich zu oben, da gab es nichts. Er macht nur Notizen, dass er die Sachen geprüft hat. Also hier gab es keine besonderen Vorkommnisse. Durch die Küche durch kommt man hier in das zweite Schlafzimmer. Das ist ein neuerer Anbau von vor 5 Jahren, glaube ich. Der ist schlecht isoliert, hat auch noch schlecht isolierte Fenster. Also da haben sie irgendwas recycelt und hier sind wir genau unter diesem Anbau und da erklärt er mir gerade, warum das Ganze zugig ist. Das war der Rundgang durchs Haus. In den Apartments selbst hast du gesehen, da gibt es keine gravierenden Probleme. Kleinigkeiten hier und da, irgendwas. Das bisherige größte Problem ist das Dach, also diese sagging Roofline, wo das in der Mitte durchhängt, was supported werden muss. Also das muss gestützt werden. Da muss auf jeden Fall jemand ran und da muss investiert werden. Hier im Keller kommt aber nochmal richtig Spaß. Und zwar gibt es hier im Keller 3 angeknackste Hauptbalken. Also tragende Balken. Und bei diesen tragenden Balken sind 2 unter dem Badezimmer des Apartments im Erdgeschoss. Und genau unter der Badewanne und der Toilette. Und da hat ein schlauer Klempner seine Rohre verlegt und hat sich einfach das Leben leicht gemacht und hat einfach 2 Hauptbalken komplett angesägt. Also nicht komplett durchgesägt, sondern 2 Drittel rausgesägt. Genotcht, sagt man hier. Und dieses Raussägen hat dazu geführt, dass der Balken das Gewicht, was oben drüber mit der Badewanne und der Toilette, was da drückt, das kann der Balken nicht mehr halten. Und deswegen ist er angeknackst. Und das siehst du hier auf diesem Video. Ein 2. Balken ist hinten angeknackst im hinteren Bereich des Kellers und zwar über dem Wasserheizer. Das ist einfach nur ein älterer Balken, der muss gestützt werden und die beiden vorderen Balken müssen komplett gesistert, also da muss noch ein Nebenbalken rangebaut werden, beziehungsweise das muss gestützt werden. Das sind gravierende Probleme. Ein weiteres teures Problem hier im Keller ist das Ersetzen des Abwasserrohrs. Also dieses Abwasserrohr hier ist durchgerostet und da sieht man schon diese Rostpimpel, also das rostet von innen nach außen. Und das ist gusseisern und das muss komplett ersetzt werden. Also wir haben das Dach, wir haben die 3 Querbalken, die gestützt werden müssen im Keller und wir haben das rostige Abwasserrohr. Also diese 3 Probleme, die bringen wir dem Verkäufer auf den Tisch. Kaputte Lichtschalter, falsche Steckdosen oder ein tropfendes Küchensink, das glaube ich, darüber braucht man nicht diskutieren. Wir reden hier von gravierenden Mängeln. Und sich über einen Lichtschalter zu streiten, das ist verschwendete Lebenszeit, das brauchen wir nicht machen. Deswegen, wir konzentrieren uns nur auf diese 3 Sachen. Das Dach, die 3 Balken und das rostige Abwasserrohr. Und da haben wir eine Schätzung von $6.000 bis $7.000. Diese $6.000 bis $7.000 haben wir jetzt dem Verkäufer gesagt, würden wir dir alternativ vom Kaufpreis von unserem ersten Angebot abziehen. Und dann sind wir bei $228.500. Das wäre unser neues Angebot. Wir machen zu diesem Zweck ein Addendum zum bestehenden Kaufvertrag und er kann das unterschreiben und akzeptieren oder er sagt, nein, ich werfe das wieder auf den Markt. Jetzt hat er aber ein Problem.
weil nämlich unser Gutachter hat natürlich jetzt offiziell festgestellt, dass das Haus strukturelle Schäden im Keller hat, ein kaputtes Dach hat und eine kaputte Abwasserleitung hat. Das heißt, der Verkäufer muss jetzt, wenn er das Haus wieder auf den Markt wirft, diese drei Sachen verpflichtend einem neuen potenziellen Käufer mitteilen, proaktiv. Das heißt, er muss sagen, super, du interessierst dich für mein Haus, aber Folgendes sei dir gesagt, du hast diese drei Hauptprobleme. Die kennt er jetzt offiziell. Tut er das nicht, macht er sich strafbar. Also entweder er geht auf unser Angebot ein oder verhandelt mit uns oder er wirft das Haus auf den Markt und muss natürlich die Probleme mitteilen. Nach einem ziemlich langen und zähen Hin und Her hat der Verkäufer zähneknirschend diese 228,5 akzeptiert. Wir laufen weiter im Prozess. Unsere Gutachterkosten waren nicht vergebens, das heißt, hat sich gelohnt. Und wir gehen weiter im Prozess, halten auch am selben Closing-Termin fest, haben nur ein sogenanntes Addendum zum Kaufvertrag gemacht, also eine Erweiterung oder einen Anhang, in dem wir sagen, das ist der neue Kaufpreis, der bestehende Kaufvertrag bleibt so, wie er ist, bestehen. Weiter geht's. Dieser Content gefällt dir und du überlegst, selber Investor zu werden? Lass mir auf jeden Fall ein Like da und teile das Video mit Leuten, die das auch interessieren könnte. Für Fragen nutzt du am besten die Kommentarfunktion unter dem Video. Ich beantworte zeitnah alle Fragen. Nochmal kurz zusammengefasst, wo stehen wir im Prozess? Also wir haben ein Angebot gemacht. In diesem Angebot haben wir eine Frist gesetzt für eine Inspektion. In dieser Inspektion haben wir Probleme gefunden, einen neuen Preis ausgemacht und jetzt geht es im Angebotsprozess natürlich weiter und der ursprüngliche Closing-Termin bleibt. Im nächsten Schritt des Kaufprozesses läuft es ein bisschen verquer. Wir als Käufer müssen jetzt dafür sorgen, dass der Verkäufer eine Lizenz von der Gemeinde erhält, damit er uns das Haus verkaufen kann. Zu dieser Lizenz gehört es, dass wir das Abwassersystem des Hauses inspizieren lassen und die Verbindung zum städtischen Abwassersystem prüfen lassen und belegen, dass es da keine Probleme gibt. Diese Prüfung heißt für uns wieder Gutachterkosten, denn wir müssen den spezialisierten Gutachter kommen lassen, der mit einer Kamera durch diese Abwassersysteme des Hauses fährt und uns sehr appetitliche Videos mitliefert, die wir dann der Gemeinde zeigen und sagen, das ist die Situation jetzt, alles in Ordnung, weiter geht's. Das heißt für uns Kosten, aber so ist der Deal. Das heißt, wir sind weiter auf der Zielgeraden zum Closing dieses Hauses. Danke, dass du bis zum Ende des Videos durchgehalten hast. Wenn du wissen möchtest, wie es mit diesem Haus weitergeht, dann verfolgst du einfach den Kanal und lässt mir am besten ein Like da. Das zeigt dem YouTube-Algorithmus, dass du hier was mitnehmen konntest. Jeder weitere Schritt zu diesem Kaufprozess bis zum Closing wird natürlich auf diesem Kanal dokumentiert und du kannst live dabei sein. Wir sehen uns im nächsten Video. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bis dahin.